Wieder mal zurück mit I Am Alive und leider mit einer schlechten Nachricht, nicht für euch, sondern eher für mich. Ich habe bereits das Schiff schon durchgezockt und was ist passiert, Leute? Ja, meine Videodatei war voll gecrashed. Ich war glücklich, dass ich von diesem Schiff wieder runter bin. Jetzt muss ich das Ganze noch einmal machen. Also wundert euch nicht, wenn ich etwas vorab greife und Bescheid weiß, wo sich vielleicht der ein oder andere Feind befindet, ja? Also, ich weiß es jetzt so ungefähr, aber dennoch könnte es wieder für mich eine Überraschung sein, wenn ich doch was vergessen habe. Legen wir los. Aufs Schiff hinauf. There's a wrecked ship right there. The transmitter must be on the ship. Go check it out. But be careful, no telling who's been living in there. Tja, das weiß ich ja bereits, dass da andere sind. Ich durfte ja schon einiges hier kennenlernen, ja? Tja, Überraschung, Überraschung, Leute. We're about to get medieval, I guess. No problem. Nobody needs to get hurt. Tja, Leute. Ich kann jetzt theoretisch gesehen meinen Pfeil und Bogen ziehen, denn so spare ich mir auf jeden Fall Munition. Take it easy, man. Hey, back up. Whatever you say. Don't stick that in my face, punk. You're the boss. Hey, chill out. Scheiße. Wollte ihn eigentlich ins Feuer werfen. Egal. So geht's auch. Und dich wollen wir noch quälen? Nein. Zack, ist er erledigt. Ja, das Ganze ist wirklich für mich ein bisschen blöd gelaufen. Ich hoffe, ja, ich habe noch ein paar Sachen. Ich hoffe, ich komme hier auch schnell wieder vom Schiff runter. Ich mag das Schiff überhaupt nicht. Das Schiff und später, das möchte ich jetzt noch nicht spoilern, das andere, was kommen wird, das hasse ich am meisten. So, Pfeil aufgenommen. Jetzt habe ich zwei Pfeile, wie ihr sehen könnt. Ganz praktisch. Das ist hier wirklich überlebenswichtig. Pfeile sind hier wirklich wichtig. Pistole ist natürlich auch wichtig. Aber mit Pfeilen können wir immer noch so ein bisschen das Ganze kompensieren, wenn es mal hart auf hart kommt. Ich glaube, da ist jemand drin. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Nein, hier ist keiner drin. Aber in einer anderen Kabine müsste jemand drin sein. Deswegen rüste ich mal gleich von Anfang an meinen Pfeil und Bogen aus, weil der hat eine Pistole. Ansonsten müsst ihr immer wirklich erst mit der Pistole zielen, um dann die Leute abzuschrecken. Und die hinterher schön abzuknallen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo der Spasti drin ist. Ich glaube, der ist da vorne, Leute. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Doch, der ist da vorne drin. Oh, diese Musik dazu, ne? Die macht mich immer völlig fertig, Leute. So, der ist im Arsch. Tja, Pech gehabt, mein Freund. Der hatte aber anscheinend doch keine Pistole. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass er beim letzten Mal eine Pistole hatte. Oder das war ein anderer hier in diesem Schiffsrumpf. Rumpf, sag ich schon. Wir sind ja gerade mal oben auf Deck. So ein Schmarrn, was ich da erzähle. Naja, laufen wir mal schön weiter. Lassen so ein bisschen die Vorsicht walten. So, wir gehen aber von draußen aus weiter. Ich mag das überhaupt nicht, so zwischen den Türen zu laufen. Das mag ich überhaupt nicht, Leute. Sonst erschrecke ich mich mal wieder. Ich versuche hier aber wirklich ein Quickie draus zu machen, so dass wir so gut es geht hier rauskommen, aber natürlich auch die Umgebung richtig erkunden. Ich könnte jetzt hier... Nein, langhangeln könnte ich bestimmt. Kann ich das? Ja, das kann ich. Es bringt mir aber wirklich nicht viel. Außer, es würde jetzt vielleicht hier jemand langlaufen. Da weiß ich natürlich nicht, ob er uns sehen würde. Da ist was drinne gewesen.
Ich glaube, das war hier, Leute. Wo ich auf einen dieser Spinner treffe und abknallen kann. Ja, das muss ja hier gewesen sein. Kann aber auch wiederum nicht sein. Oder habe ich hier was verpasst? Tatsächlich. What luck. Ich habe was übersehen. Ja, gut, dass wir zurückgelaufen sind. Jetzt gehe ich aber hier durch. Ja, und ich glaube, das war der Dominik Dintscher, der meinte auch zu mir, ich hätte bei meinem 6. Part, ja, da hätte ich noch 2 Pistolenkugeln schnappen können. Ja, Dominik, danke für die Information. Ich habe es leider nicht gesehen und verpasst. Ja, so ist das nun mal manchmal. Ich kann dann auch nicht alles sehen. Ich zocke das Ganze natürlich mit bestem Gewissen, aber alles werde ich auch nicht machen können. Allein schon, weil ich euch den Fun nicht wegnehmen möchte. Ihr sollt ja auch was aus diesem Spiel lernen. Ihr sollt das Spiel vielleicht auch mal selber zocken. Ich möchte euch auch ein bisschen so animieren, dieses Game zu zocken. Und da würde es euch auch nichts bringen, wenn ich jetzt alles komplett durchspiele und ihr den Fun dann nicht mehr habt. Oh, ich hasse das, Leute. Ich hasse das. Ich hasse diesen Sound hier drin, ne? Der ist so pervers. Ja. Ich kann leider nicht in die Innensicht gehen. Ich kann höchstens, was ich machen kann, ist aufstehen. Dann sehe ich vielleicht alles besser. Aber ihr seht es ja, wie dunkel es hier ist. Es ist schweinedunkel hier drin. Ey, ganz ehrlich, ich mag das überhaupt nicht. Auch wenn ich jetzt schon gestern hier drin war. Da ist der Spinner mit der Knarre, Leute. Das ist der Spinner mit der Knarre. Den werde ich jetzt mal einen schönen Pfeil und Bogen verpassen. Ja? Ach, nimm mal wieder die Knarre. So. Aber der hat mir irgendwie nichts hinterlassen. Nein, keine Pistolenmunition. Ich weiß aber definitiv, dass der geschossen hatte. Müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Hier in den Zwischengängen laufen eigentlich gar keine Leute lang, soweit ich das weiß. Aber man weiß ja nie, ne? Unverhofft kommt oft. Wie schon gesagt, bei Sibbo sowieso. Da komme ich ja wieder hoch. Och Mann, ey, immer diese Terrormucke. Ich laufe erstmal weiter hier lang. Oder besser gesagt, ich schleiche. Bin ja so ein kleiner Schleicher. Tja, wie versifft das hier alles aussieht, ja? Schon mies. Und dann dieser Sound dazu. Also, der packt mich doch immer wieder. Ich bin ja so anfällig dafür, Leute. Denen werden wir jetzt helfen. Tell me, or you will die. I swear. We were living on the roof, just on our own. So. Das hätten wir, denke ich mal, erledigt. Oh ja, hör auf zu stöhnen hier. Wir sind hier nicht in einem Pornofilm. You're my hero. I guess these guys are a gang or something. They said they were looking for a rumored survivor camp somewhere inside the city. I told them I just got here. I don't know anything about Haventon. Tja. So ist das. Wir müssen alle mit gutem Beispiel vorangehen. Der eine muss halt leiden und verrecken und darf nichts sagen, damit andere überleben können. Das würde ich nicht machen. Nein, Leute. Natürlich würde ich das machen. Also wenn ganz viele Leben davon abhingen, ich glaube, das würde ich trotzdem machen. Scheißegal. Da muss man die Schmerzen wirklich nur mal abstellen. So, jetzt wechsle ich aber mal wieder zur Waffe. Das Ganze ist mir doch ein bisschen zu prekär. Hier runter. Bisschen vorsichtig sein.
Darf man ja. Du, das ist dahinter. Da muss ich einmal hier rum. Aber ich glaube, hier war auch niemand. Und von daher ist ja schon in Ordnung so, dass wir rennen. Eureka. Ja, die können wir auch immer gut gebrauchen. Adrenalinspritzen sind auch klasse. Hier lang müssen wir nicht mehr. Hier auch nicht. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, wo lang genau. Ich glaube hier lang. Genau, dann nach unten, ne? Dieser Sound, Leute. Komm, leg dich hin. Leg dich hin. Los. Ihr hört auf, hier rumzustöhnen. Gebt mir lieber meine Pfeile wieder, bevor ihr hier krepiert. Ja. Auch eine schreckliche Sache für die. Die haben sich hier wirklich wahrscheinlich eingenistet und dann kommen da irgendwelche Spinner. Die Welt ist sowieso schon so beschissen, Leute. Und dann kommen da irgendwelche Spinner und machen es noch schlimmer. Ganz ehrlich. Können ein Leid tun. Na komm, flieht mal lieber. Flieht, flieht, meine Freunde. Sippo hat euch errettet. Tja, wie sich das anhört, ey. Voll beknackt hier, was ich erzähle. Egal. Guckt euch das mal hier an. Das ist schon krass, ey. Hängen da dran, ne? Haben sie echt die Leichen hier abgeschleppt? Vielleicht nach einer Seuche oder weiß ich nicht was. Nachdem sie vielleicht ein bisschen Hunger hatten. Der sieht jedenfalls so aus, ob an ihnen genascht wurde. Tja, krasse Geschichte. Gehen wir mal hoch. Ein Kletterhaken haben wir übrigens noch, wie ich gerade sehe. Aber das ist hier auf diesem Schiff nicht so schlimm. Das ist woanders viel, viel wichtiger. Später Kletterhaken zu haben. Oh, 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 oh. Oh, ja, stimmt ja. Jetzt kommen übrigens die Leute mit der Panzerung, wie ihr sehen könnt. Der Feind ist gepanzert. Drücken Sie R, um präzise zu zielen. Nur Treffer auf ungepanzerte Stellen schädigen. Ja, wir müssen den Kopf treffen, Leute. Schaffen wir das? Ja, das schaffen wir. Oh, voll ins Auge, ey. Voll ins Auge, ey. Voll den Captain Hook draus gemacht. Und wir haben jetzt auch noch zusätzlich die schicke Panzerweste erhalten. Ist doch klasse. Was will man mehr, oder? Eine Wiederholung, die können wir immer gut gebrauchen. Nehmen wir lieber die Pistole wieder. Vorsicht ist geboten auf diesem Schiff. Panik auf der Titanic. Und von irgendwo, weiß ich noch ganz genau, kamen auch noch Leute, die sind hier am oberen Deck lang gelaufen. Die konnten mich von hier unten aus schon sehen. Und deswegen bin ich doch ein wenig vorsichtiger. Denn wenn die einen sehen, ja, die fackeln nicht lange. Wenn die schießen, selbst mit der Panzerung, wir sind dran, Leute. Wir sind dran, ich sag's euch. Ist wieder jemand. Das heißt für uns Waffe wechseln. Tja, wo ist der andere Drecksack? Da ist er. So ist das halt. Och, meine Güte, du. Macht nicht so einen Krach.
Da stand gerade nicht geladene Waffe. Der wollte mich anscheinend nur natzen, also so tun, als ob.